Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt mit unserem neu gekauften Gülletransporter Richtung Hof und werden da jetzt entsprechend unsere Gülle versuchen automatisch zum BGH zu fahren. Ob das klappt, muss ich mal sehen. Ich denke mal, ist besser als der große LKW, weil der LKW ja im Prinzip ja, ungelenk ist, ne? Also zu groß, zu steif, kommt nicht richtig rein in den Ecken, wo hin soll. Besonders bei der BGH. Deswegen probieren wir jetzt, ob das mit dem Traktor besser klappt. Aber nicht viel fahren, also immer ein bisschen, ne? Also den ganzen Tag verteilt, kommt da zusammen. Ich habe jetzt aktuell den Schal auf Ton drin, das ist ein Misthahn, aber aktuell haben wir noch ein bisschen an Gülle da. Und wenn das gut klappt, können wir ja entsprechend auf Gülle wieder zurückgehen und dann können wir da sagen, okay, lassen fahren, tagsüber einmal die Woche, ein paar Stunden. Und wir können einmal am Tag, einmal, ja, von der BGH ein bisschen Geld bekommen für die Gülle. Ein bisschen nebenbei. Und die Gärreste können wir auch im Feld verteilen, ne? Wenn Bedarf besteht, können wir theoretisch ja machen auf Feld Nummer 12, wo an die Sämaschine eigentlich da auch düngen vor. Also. Müssen wir sehen, wo die Gäres lassen. Ne? So. Fahren wir Richtung unserem Hof. Die Aussaat auf Feld Nummer. Das ist typisch. Das hat nicht gereicht. Naja, müssen wir es mal sehen. Also da mal hinfahren und dann mal sehen. Das sind immer die anderen entladen. Den ja, das könnte ein Mundgel sein, aber der Deckel war zu, glaube ich. Ja, mach das so. Aus. Jetzt laufen wir ganz schnell zum. Also ganz schnell. Rüberkommen? Nee. Das ist so sportlich. Oh, 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 das piept. Da sind wir. Ich glaube, wir werden die ganze Kohle. Ich keine Ahnung, wie der hinkommt. Ich weiß nicht genau. Das weiß ich nicht. Ich muss nicht mal OBS neu starten. Trotzdem muss das irgendwie doch synchron gehen. Hat das früher auch geklappt? Ich weiß es nicht. Zwei, drei, vier, vierte Folge. Ja, eine Stunde geht schon los. Puh, Sonne rein hier. Muss ich also sieben zu machen hier. Ich bin jetzt hier im Zimmer Richtung Westlage. Und da habe ich Sonne. Ja, jetzt hier kommt Sonne rein. Und die hält ungefähr ja, knapp drei, vier Stunden. Dann geht es wieder weg. Aber in der Zeit über kannst du schon sagen, es wird heiß. Muss ich auch gleich ein Bad das Fenster zumachen. Weil Dachterrasse, die heizt sich auf.
60 Grad ist da gar nichts, ne? Betonplatten sind dann nicht mehr betretbar ohne Schuhe. Ja, kann man ein bisschen zurückfahren. Dann mal schauen. Achso, Dünger. Ach, hier auffüllen. Was für gut. So. Nee, ne? Witz. Das gibt's nicht. Nein. Wegen 3 Meter. Da wollte ich noch Nacharbeiten machen, das wird auch noch kommen, aber. Nacharbeiten müssen auch gemacht werden, aber trotzdem ist das schon. Ja, wie soll ich sagen, ne? Blöd, ne? Also wegen Quadratmeter, kann man sagen. So. Dünger hätte gereicht, aber die Saatgut nicht. Der ist da. Das gibt's nicht, oder? Deswegen werde ich jetzt in Anführungszeichen 5, 2, 3, 4, ungefähr 3 Sekunden. Ich muss weiter suchen, aber für die Einstellung her. Das nicht ganz korrigieren. So, Saatgut rein. Klappt ja ganz gut. Und Dünger. Fahren wir noch vom Feld runter. Dann machen wir die Restarbeiten. Nacharbeiten. Ist ja in dem Fall nicht so viel. Aber muss gemacht werden, ne? So. Ja, hat Mut, ne? So. Ein paar Meter, wie gesagt, also wenn das Kettenblatt auf Hassig da gewesen wäre, ist okay, das ist ein Scheiß, das stinkt. Also schön schmutzig, ne? Aber wie gesagt, schön wendig, das ist gut. Die Wendigkeit ist enorm, also dass man sagen kann, okay, bin schon wieder voll.
Aber jetzt machen wir erstmal hier fertig. Packen wir die Ecken an, ab und dann sehen wir, was denn kommt. Das haben wir schon gut geschafft heute, also richtig viel, also mit der Ernte, mit der Aussaat, fast alle Fälle hier bestellt. Gucken wir mal in den Spiegel. Ah, da. Das können wir vernachlässigen, die eine Ecke da vorne. Gehen wir hier mal durch. Die kleine Ecke da, die kleine Zipsel da. Da hier haben sich die Nacharbeiten an Grenzen. Vorne nochmal, wie gesagt, da wo die Wiese ist, Feld Nummer 38, da plane ich zum nächsten Jahr im Prinzip das Gras wachsen zu lassen. Ist ja nur 100% gedüngt, dann würde ich das Gras mähen. Nach Möglichkeit fahre ich es rein zur Heutrocknung. Was nämlich gleich frei haben für die Aussaat von Mais. In dem Falle Körnermais. Und wenn Bedarf bestehen würde, könnte man auch Silage machen. Aber wie gesagt, nehmen wir Körnermais. So, fertig. Nix. Dann fahren wir mal ganz kurz zum Hof 3, wenn der fertig ist. Den alten Kurs können wir löschen. Hof 3, kein Eimer. So, wer muss erladen werden für unser Pass fertig? Kann man nicht weiter. Können wir gleich nachher auch auskippen im globalen Markt. Wir brauchen ja Geld. Muss ich mal schauen, ob da wirklich rentiert. Kann natürlich sein, dass es nicht rentiert, dann müssen wir noch wieder ein Lager reinfahren. Verkaufen wir dann im Frühjahr hier auf der Karte. Das geht auch. Muss man sehen, wie ich einen Server einstellen kann privat. Dann kann ich das für die Markt, obwohl Sonnenblumen aktuell auch nicht brauchen würde. Ne? Aber wie gesagt, Weizen, Getreide und so. Weizen, Entschuldigung, und Gerste kann ich hier bauen, ganz gut für Bier. Werde ich ja morgen sehen, oder heute Abend mal sehen, ja, heute Abend wahrscheinlich. Kann man zuerst bearbeiten und dann nachher weiterspielen. Weil morgen ist ja wieder eine Folge fertig und die müssen wir fertig haben. Ne? So, sind wir in Leistung aus. Das geht. Ja, dann. Auf Forsten brauchen wir mal nicht, ne? Na, Holz ist ja auch mehr so ein Nebenerwerb, kann man sagen, mehr oder weniger, wenn man ja Zeiten hat und man nicht ernten kann, die auch keine Aussaat machen muss und so, ne? Nicht düngen. Und düngen geht ja so meist alleine. Anführungszeichen. Deswegen Forst zum Nebenbeigeschäft, kann man sagen. Nicht als Hauptgeschäft. So. Hier schauen wir hier, was die Preise sind. Ne?
So, was haben wir hier Schönes? Silage brauchen wir nicht. Das Akkut haben sie eingeknallt. Oh, hier brauchen wir schon viel. Streusalz, auch nicht schlecht. Leerpalette, die haben wir auch hier. Holzbalken, das sind die Paletten von Castro. Dann ist hier keine Sonne drin. Ne? Ich hab nichts drin. Dann werden wir Sonnenblumen reinfahren. Mal gucken, ob wir einen Aureif hinkriegen. Dann muss ich aber vom Lager ausfahren, da habe ich einen Kurs, da scheint drin, wo ich den entsprechend abzweigen kann. Dass der immer schön fleißig den runterfahren kann. Ne? Dann können wir den schön abrechnen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Dann sagt mal Tschüss, ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.